Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Returns. Ich wollte euch mal den Ladebildschirm zeigen, deswegen gehe ich einfach mal rein. So, Einspieler. Da kommen nicht mehr solche schönen Wolken und dann laden wir hier gleich schon in der Welt. Es geht eigentlich relativ schnell. Ich habe mir vorgenommen, wir spielen heute mal den K-Level, weil der dauert halt länger und ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich den Boss besiegt habe. Da fliegt Squawks ja um die Insel, ist ja lustig. Und die Welt, die wir mal ausgesucht haben, ich hoffe, das war kein Fehler. 1K-Plattform-Panik. Das ist besonders an den K-Level. Es gibt keine Kong-Buchstaben, aber es gibt Puzzleteile. Und wenn du stirbst, musst du immer wieder von Anfang an anfangen. Ich habe Respekt, aber das ist der erste, der könnte leicht werden. Aber der 2K war bei Donkey Kong Country Tropical Freeze einfach saumäßig schwer. Leute. Und wir müssen den Level natürlich beenden. Und ja, sowas mag ich eigentlich noch. Das geht noch. Der 2K habe ich 1,5 Stunden gebraucht bei Tropical Freeze. Also, oh, ich erinnere mich an diesen K-Level hier. Ja, der ging eigentlich, soweit ich weiß. Das heißt, ging. K-Level sind immer scheiße. Yo. Ihr seht doch gleich schon mal warum. Ich gehe jetzt erstmal weiter, weil vielleicht habe ich ja noch die Möglichkeit, ein Puzzleteil zu sammeln. Denkt nicht, dass ich es jetzt schon schaffe. Wäre ein Wunder. Hier, gib mir hier ein Puzzleteil. Ja. Es gibt zum Glück auch nur 5 Puzzleteile. Heißt, wir haben jetzt 1/5 geschafft, aber habe ich dann auch, wenn ich später alle Puzzleteile gesammelt habe. Und noch das Dings zu Ende machen muss, den Level zu Ende machen muss und dafür dann noch eine Dreiviertelstunde brauche, wie beim 2K und Donkey Kong Country Tropic Freeze, dann ist das natürlich auch scheiße. Ah ja, aber das Coole ist, hier kriegt man halt immer viele Bananen, weil man sich solche Kombis holen kann. Wie ihr ja auch gesehen habt hier. Yo, wie ich das einfach mal schaffe? Lol. Oh lol. Okay, hier ist es keine. Kein Puzzleteil. Wenn ich den jetzt im First Try schaffe, dann lache ich. Aber ich habe ja keinen Diddy Kong mehr. Oh, und da ist auch schon der erste Fail. Geil, wir brauchen aber die Puzzleteile alle nicht mehr einsammeln. Wir haben auch noch genug Leben. Also wir müssen das eine Puzzleteil hier noch einsammeln, klar. Scheiße ist, hier bekommt man keinen Diddy Kong. Kacke. Da war ich jetzt noch voll im Vorteil am Anfang. Das ist natürlich scheiße. Kann ich verstehen, dass der Level schwer ist. Na komm. Ey, fuck it, Alter. Jetzt geht's schon los, ne? Wie viele Puzzleteile brauchen wir noch? Mit dem, was wir einsammeln müssen, dann eigentlich nur noch 1. Ja komm, den Level schaffen wir. Der ist nicht schwer. Bis zu der Stelle ging er eigentlich noch locker. Wir können uns ja auch diese Münzen hier snacken. Da können wir uns später wieder Leben kaufen, falls wir welche brauchen sollten. Das ist blöd, dass ich jetzt hier was verloren habe. Aber ja, da hätte man sich, glaube ich, ein Leben holen können, hätte man dann 10-mal einen Combo gemacht, aber ja, habe ich nicht geschafft. Das Problem ist jetzt habe ich hier ein Leben verloren und werde es deswegen auch nicht schaffen. Hier war ein Puzzleteil drin, also ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass ich mindestens einmal irgendwo ran ecke. Das war gerade sehr knapp. So. Jetzt hier bloß diesen Sprung nicht verkacken, habe ich mir gerade gedacht. Da oben kann man auch in die Dornen kommen, deswegen ist das auch ein little bit schwer. Oh, geil, ein Leben bekommen. Hier sind wir gerade eben irgendwo gestorben. Weiß gar nicht mehr wo, an welcher Stelle. Das ist mein Nunchuck, den ihr gerade hört. Ach ja. Immer diese schönen Abfuckstellen. Yo. Wieso hustet die ganze Zeit, Alter? Das regt einen auf. Die Kacke ist, jetzt kommt die ganze Scheiße nochmal. Aber ich habe das letzte Puzzleteil gesehen und weiß ungefähr, wie ich da rankomme. Jetzt mein Ziel halt einfach nur noch kein Leben verlieren hier. Bananen müssen zusammen und hier clever durchzukommen. Wenn ich ein Leben verloren habe, könnte ich mich theoretisch schon umbringen. Aber ich habe ja gerade eben das auch gut hinbekommen. Deswegen... Oh, 2 Leben bekommen. Kann ich davon ausgehen, dass ich den Level auch mit 1 Leben kacke. Kacke. Genau. Verkacke. Schaffen kann. Verkacke. Ich mag diese kleinen Safety-Plattformen. Oh, yo, Alter. Meine Handgelenkschlaufe regt mich auf.
Ich mach die gleich ab. Wenn sie mich weiterhin so nervt. So. Die Kacke ist halt, man muss immer wieder alles spielen. Das regt halt dezent auf. Uiuiui, ich dachte, ich sterbe jetzt. Da dachte ich jetzt auch gerade, ich sterbe. Das ist mein letztes Stündlein, was geschlagen hat. Yo, ein Leben. Verpiss dich, Handgelenkschlaufe. Hoi. Denk dran, du hast nur noch ein Leben, Yabi. Hier auch nicht zu früh springen. Dann geht das alles locker. Klar. Hier schnell springen. Jetzt kommt doch schon die Stelle, oder? Oh, der Skill. Das nennt man Skill, Leute. Yo. Bitte sag, dass es das Ende ist. Ja. Alter, ich habe diesen Level in 6 Minuten gespielt. Und Donkey Kong fickt die Perle. Alter, Leute, das ist echt nice. Ich freue mich jetzt so. Ihr seht, wie viele K-Level es gibt. 2, 4, 6, 7, 8. Alter, das freut mich richtig geil. Dann können wir gleich auch noch den Endboss machen und haben dann einen knackigen 15-Minuten-Part. Alter, wenn ich beim zweiten K-Level auch so viel wenig Zeit brauche. Alter, ich habe beim ersten K-Level, glaube ich, 40 Minuten oder so gebraucht. Dann Donkey Kong Country Tropic Freeze. Und beim zweiten halt eine Stunde, eine halbe. Das war das Schlimmste. Und die anderen habe ich dann auch manchmal in einer halben Stunde geschafft. 1B, krässliches Erdloch. B steht für Boss. Kresslis Erdloch, nicht krässliches Erdloch. Kressli ist quasi unser Endgegner. Und der ist eigentlich ganz lustig. Unser Angriffsschrei. Hier gibt es natürlich keine Puzzleteile oder so. Aber ein Diddy. Wir gucken uns mal die Sequenz an. Da ist ein fettes Free und das frisst unsere Bananen. Bananen! Das geht natürlich gar nicht. Bananen! Bananen! Leckt. Hoffe einfach mal, dass die Aufnahme nicht abschmiert. Die zaubern wieder. Ja gut, ich hoffe einfach mal, die Aufnahme stürzt sich ab. So. Er verzaubert und jetzt ist er böse und aggro auf uns. Wir müssen hier hinten drauf springen, aber nur, wenn sein Stachel nicht ausgefahren ist. Also wenn er eingefahren ist, können wir ihn nur da drauf springen. Und ist halt fett. Und müssen insgesamt dreimal auf seinen Schwanz da springen. Die Kacke dreimal und insgesamt ist 3 Stufen. Jetzt seht ihr, er ist orange schon. War ja eben noch gelb. Ich habe keinen Diddy Kong. Die Wii-Fernbedienung vibriert auch so schön. Herz habe ich jetzt nicht so gebraucht. Und jetzt kommt die Hardcore-Stufe schon, da ist direkt schon rot. Oh, er wird aggressiv. Oh, fuck, Alter. Jetzt geht er richtig ab, ja. Jetzt geht er ab, der Junge. Oh, fuck. Oh, wir hitten ihn und... Das ist immer so geil mit diesen Screenshots... Die sind richtig nice gemacht, Leute. Wisst ihr, was wir jetzt machen können? Der Tiki geht raus. Und er ist traurig. Beziehungsweise K.O. Der Hintergrund wird schwarz und wir können ihn verkloppen. Nein, man kann ihn verkloppen, aber ich habe zu früh geschlagen wahrscheinlich. Oder zu spät. Naja, auf jeden Fall ist er weg. Ein Treffer. Jo, fortfahren. Ich würde sagen, wir gucken uns dann die Extras an, weil es lohnt sich jetzt nicht, die nächste Welt anzufangen, finde ich. Und da gucken wir uns mal die Extras an, die wir alle in der ersten Welt freigeschalten haben. Wir können es ja schon mal in die dritte Welt reinjagen. Jo. Da seht auch, wir haben das schon eingewählt. Die dritte Welt. Wieso habe ich dritte Welt gesagt, lol? Die zweite Welt ist der Strand, aber da gehen wir noch nicht rein. Sonst haben wir... Sehen wir uns für nächstes Level auf. Nächsten Part auf. Wir gucken uns nämlich erstmal die Extras an, die ich hier nicht sehe. Gucken wir uns mal die Level-Statistiken an. Es gibt da halt noch Spiel auf Zeit. Das juckt jetzt aber nicht. Mich nicht. Muss man hier irgendwie reingehen, um die Extras dann zu gucken? Lol, wo kann man hier die Extras angucken? Lol! Okay, wo kann man hier die Extras angucken?
Vielleicht im Hauptmenü? Aber ich dachte, die sind für... Hä? Ey Leute, ich gehe mal kurz aufs Spiel beenden. Kann man sich die Extras im Menü angucken? Wahrscheinlich in dem Level-Menü oder was? Ja, da sind die Extras. Ich wollte schon sagen. Bildergalerie. Geben uns erstmal die Bildergalerie. Die sind hier die neuen Bilder. Eins. Der Froschler, ja, den haben wir ja. Das ist ein schönes Zeichen von ihm. Und der Papageier, aha. Die haben wir. Bisher freigeschaltet. Das sind ziemlich viele. Das seht ihr, was wir noch alles freischalten können. Die Tikis, da haben wir den ersten freigeschaltet. Ne, die Schreisäulen haben wir da freigeschaltet. Die hier seht ihr, die fallen dann wie gesagt um. Bei Welten haben wir natürlich die erste Welt freigeschaltet. Ach, die zweite ist auch schon. Die Dschungelwasserfälle, richtig geil, diese Zeichnung. Vor allem unten links der Regenbogen, die Affen und der Wasserfall. Sieht aus wie Niagara-Fälle, so ein bisschen ähnlich. Und Dschungelstatue, ein richtig geiler Donkey Kong, richtig geiler Diddy. Richtig nice. Und die Kongs haben wir vor der Hütte das Bild freigeschaltet. Da sieht er rechts den Reifen von Donkey Kong und das Haus, wo Donkey Kong wohnt, beziehungsweise noch die Höhle drunter und ja. Ich glaube, das gleiche Haus, nee, das so ein ähnliches haben sie halt, nee, da stürzen sie ab in Donkey Kong Country Tropic Freeze. Hören wir uns mal die Musikgalerie noch an. Da haben wir die Musik aus dem Dschungel. Drei Songs, Dschungelfieber. Ja, die Musik kennen wir ja. Ich muss jetzt hoffen, dass es synchron ist. Das ist die alte Donkey Kong Musik. Ich lasse mal von jedem Song so 30 Sekunden an. Kletterkönig. Diese Höhlenmusik, also war früher die Höhlenmusik von Donkey Kong. Und Palmkuf. Weiß gar nicht, ob der neu ist oder ob der alt ist. Hier gibt es ja leider kein Unterwasser-Level. Der Song sagt mir jetzt quasi nichts, okay. Und dann haben wir die Dioram-Galerie. Die kriegt man von den K-Leveln und da können wir uns den Dschungel schon mal angucken. Dioramen sind immer das Geilste. Sieht richtig geil aus, da hinten sind hinten die Schreisäulen. Hier vorne ist der Elefant. Donkey Kong ist auf den Elefanten und hält hier vorne die Nuss. Der Elefant saugt an. Diddy Kong hält sich am Schwanz fest. Hier raus und reinzoomen. Das Diorama drehen. Die Schreisäulen von hinten mal beachten. Gutachten. Also sehr schön gemacht, das Ganze. Sogar mit den... Also die Extras sind echt lohnenswert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mal ein kleiner Part für zwischendurch. Dafür werden die nächsten Parts dann länger, vor allem die K-Level. Also schaltet beim nächsten Part wieder ein, wenn es dann weitergeht mit Strand. Haut rein, Leute. Bis dahin und ciao.